Für 23 Kinder aus Mönchengladbach ging es in diesen Schulferien in 5 Tagen um die Welt. Denn unter diesem Motto fand in der Sporthalle des Berufskollegs an der Volksgartenstraße wieder ein Feriencamp der Kindersportschule Mönchengladbach, kurz KISS, statt. Das KISS-Feriencamp richtet sich an Kinder im Grundschulalter, also Kinder, die entweder jetzt direkt eingeschult werden, also gerade jetzt ins erste Schuljahr kommen, oder vielleicht gerade noch den Wechsel jetzt in die 5. Klasse machen. Also eigentlich von 6 Jahren bis circa 10 Jahre. Nach einem Flugtauglichkeitstest aller Kinder sowie Kurzaufenthalten in Afrika, Asien und sogar Grönland stand heute ein fiktiver Besuch in Amerika auf der Tagesordnung. Städtepantomime, Perlentauchen und Spinnennetztauziehen. Als Ergänzung zum Schulsport versucht die Kindersportschule Mönchengladbach neben dem Spaß an der Bewegung auch soziale Kompetenzen zu entwickeln. Wir haben sehr viel mit Vertrauen dieses Mal gemacht, was ich denke für die Schule nachher letztendlich auch wichtig ist. Und wir haben Kinder dabei, die noch nicht in der Schule sind. Das heißt, die lernen schon mal die Gruppengefüge kennen in Großgruppen, weil wir sind 23 Kinder jetzt hier in diesem Camp und in der Schule sind es bis zu 30 Kinder. Ich denke, das ist eine ganz gute Vorbereitung für die noch Nicht-Schüler. Spiel, Spaß und Bewegung ohne Leistungsdruck. Dieses Konzept des KISS-Feriencamps kam auch bei den Kindern sehr gut an. Wir haben ganz viel gespielt und sind halt auch geklettert und haben was aufgebaut. Was hat dir besonders gut gefallen? Wir haben so einen Parcours aufgestellt und das hat mir halt Spaß gemacht. Was hat dir denn da so besonders dran Spaß gemacht? Da hinten, da war so eine Gletscherspalte, haben wir aufgebaut. Dann sind hier mit den Ringen haben wir was gemacht. Ja, wir haben auch so eine Brücke, so eine Wackelbrücke gemacht, ja. Aufgrund des Erfolges der Sommerfreizeit wird die Kindersportschule Mönchengladbach auch in den nächsten Schulferien wieder ein spannendes Programm anbieten. Das KISS-Feriencamp ist ein Programm, ein Bewegungsprogramm, was in den Ferien jeweils angeboten wird, nicht nur in den Sommerferien, sondern auch in den anderen Ferien. Das nächste ist geplant für die 2. Ferienwoche der Herbstferien. Das Thema steht bereits auch schon fest, Elfentanz und Spinnenjagd. Und auch da werden wir es wieder so halten, dass wir drinnen und draußen ein Programm für Kinder im Grundschulalter anbieten. Weitere Informationen zur Kindersportschule Mönchengladbach finden Sie unter www.kiss-mg.de.